Herzlich willkommen zu einer weiteren Partie mit unserem FC Hansa Rostock. Heute am Freitagabend sind wir in Halle zu Gast. Wir eröffnen also den nächsten Spieltag in der dritten Liga. Es ist unser letztes Auswärtsspiel in diesem Jahr. Wir haben dann noch zwei Heimspiele und natürlich, wenn wir hier vorliegen, wer weiß, was dann in der Tabelle noch möglich ist, Wien Wiesbaden. Die sind ja momentan auf dem Relegationsplatz, 5 Punkte vor uns. Die treffen aber auf den Tabellenführer, auf den SC Paderborn. Das heißt, da könnte tatsächlich was gehen, wenn wir hier in Halle schön vorlegen. Und ich glaube, Freitagabend, das ist eigentlich immer, Pavel Dotschev selber mag das auch, hat er ja schon mal in einem Interview gesagt, vorzulegen und in das Wochenende entspannt die anderen Partien zu beobachten, ist, glaube ich, eine richtig tolle Sache. Und für uns Hanseaten, ja, ist logisch, wenn man am Freitagabend schon 3 Punkte gesichert hat, dann freut man sich noch mehr aufs Wochenende. Unsere Personalsituation hat sich ein bisschen verändert. Eisele gibt heute sein Debüt im Tor. Blaswig wurde ja erfolgreich operiert. Drücken wir mal die Daumen, dass alles gut verheilt und er dann zum Rückrundenstart wieder zur Verfügung steht. Eisele hat jetzt eben das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Und ja, ich drücke natürlich ganz fest die Daumen, dass sein Debüt für unserem FC Hansa Rostock, aber natürlich auch in der dritten Liga dann erfolgreich klappt. FCF, Quiring, die stehen definitiv nicht zur Verfügung. Bischof, der ist mitgereist nach Halle, aber da ist doch ein Fragezeichen. Ich habe ihn jetzt erstmal runtergenommen aus diesem Grund. Wie setzt sich unsere Formation zusammen? Machen wir mal unsere Musik an hier. Benjamin nach vorne im Sturm, links Hilsner, rechts Alibas, Wanwetsch und Bosiane im Mittelfeld, Henning defensiv dahinter. Hüsing, Riedel in Verteidigung, heute aus links. Nado rechts. Gruppe Wehrrünen, Rankovic, Gründemann, Owusu, Fair und Bischof, die nehmen auf der Bank Platz. So, los geht es. Wir dürfen also am Freitag vorliegen. Und in diesem Derby, ja, das wird nicht einfach. Halle hat die letzten Spiele auch gewonnen, 3-0. Entsprechend treten die auch mit breiter Brust auf Benjamina. Ja gut, der versucht das hier einfach mal. Gegen Köln nicht so auffällig, aber dafür erfolgreich. Zum 2:2, wichtiger Treffer. Und ich fand, da hatte man sogar in der Situation gesehen, dass Benjamina jetzt ein bisschen Selbstvertrauen hat. Vor ein paar Wochen hätte er sich da nicht so durchgesetzt. So eine Drehung geschafft und den dann auch noch reingemacht. Also hier geht's vorwärts. Insgesamt hoffe ich aber, dass wir heute defensiv konzentrierter sind. Wir machen uns das Leben nämlich viel zu schwer durch die ganzen Gegentore und diese blöden Fehler. Wow. Eisele ist da schon mal geprüft worden. Bosian. Na du. Oh, super gespielt. Bosian. Benjamina. Erarbeiten sie sich noch diese Möglichkeit. Zwischendurch sah es so aus, als wenn Bosian den Ball verliert. Also auch wir zeigen, wir wollen Tore machen. Oh, schade. Bosian. Wanwetsch, schöne Drehung. Oh, Elfer. Also das ist ja... Gelbe Karte und Elfmeter. Zenga kam nicht mehr an Wanwetsch ran. Na, wir machen mal so. Ja, Benjamina trifft wieder. Das ist doch prima. We'll be right back.
Das 1:0 für unseren FC Hansa Rostock durch einen Elfer. Nach rund 15 Minuten Benjamina wieder zur Stelle. Ja, und das... Brüssian, also ist das dein Ernst? Der war komplett frei, du solltest nur runterspielen. Aber so kann man sich den Auftakt doch hier heute Abend auch vorstellen. Abseits. Ja, los geht's. Oldhaus. Das habe ich dumm gemacht. Also manchmal frage ich mich auch, warum spiele ich denn überhaupt so riskant? Aber dann ist es halt schon passiert und der Ball ist weg. Holthaus konnte den jetzt hier schon gar nicht mal annehmen. So, das war gut, Hilsner. Super, super. Ja, es gibt eine Ecke. Die spielen wir kurz. Hilsner. Ja, genau sowas meine ich. Da frage ich mich auch, warum schenke ich das her oder gibt dem Gegner jetzt die Möglichkeit, dass er uns auskontern kann? Pff, Riedel. Jetzt kontern wir aber zurück. Wanwetsch. Wanwetsch. Der hat den Elfer vorne rausgeholt. Jetzt der Pass auf Benjamina. Und dann doch noch ein Hallenser dazwischen. Benjamina. Schade, schade. Weiter. Ne. Gut, dass Nadu da noch sein Bein hinbekommt. Ball direkt wieder hergeschenkt. Oh, ja, Schwein gehabt. Also, das hätte jetzt auch anders ausgehen können. Halle wird offensiver. Sie versuchen jetzt hier Druck zu machen. Holthaus hat aber Platz. Bosian auf Nado. Holthaus kann unten wieder laufen. Nado oben. Wir kommen langsam dichter. Na gut, hätte ich jetzt Holthaus mal offensiver mitnehmen sollen. Ach, das ist ja so wieder bescheuert gewesen. Oh, da haben sie aber gepennt. Da müssen sie natürlich mit. Nächste Ecke. Eiseler. Sehr gut gesehen. Aber Hilsner kann den Ball nicht kontrollieren. Der geht dann ins Aus. Oh, da sind die aber gravierende Lücken. Das ist doch jetzt... Reißt euch zusammen, Jungs. Wir führen hier 1:0. Und das müssen wir jetzt nicht unbedingt hergeben. Das war gut durchgesetzt. Und da kommt da sowas bei raus. Schön. Alibas, das hat mir gefallen. Da wollte ich den Ball nochmal rüberlegen, hat nicht geklappt. Aber wenn wir den Ball abfangen, behalten wir ihn trotzdem nicht. Ja, guter Einsatz von Nadu. Jetzt Alibas, der kann ein bisschen laufen. Sehr schöner Pass. Wanwetsch.
Ich komme nicht vorbei. Ich wollte eigentlich einen Übersteiger machen. Gut, es bleibt am 1:0. Unterm Strich glücklich, muss man ganz ehrlich so sagen. Also Halle war jetzt nicht schlechter. Die Anfangsphase waren wir gut. Danach kamen wir nicht mehr raus. Und hatte Halle auch mehr Möglichkeiten. Das versuchen sie jetzt hier auch fortzusetzen. Bosian. Henning. Uiuiuiui. Also wie das manchmal so passiert, dass der so vorbeigeht, das frage ich mich dann schon. Na, der kam jetzt schon mal ein bisschen besser auf Mann. Na du. Der könnte da genau auf Benjamina spielen. Was hat er denn da wieder für Probleme mit der Ballannahme? Es war ein ganz leichter, simpler Pass. Sollte eigentlich für einen Profi keine Herausforderung sein, den anzunehmen. So, Eisele, der muss hier mitspielen. Henning, Vanvic, Benjamina, Bosian. Halle steht aber gut. Also schaut euch das mal an, wie die nach hinten rücken. Klasse Abwehrarbeit, da ist eigentlich kein Durchkommen. Alibas. Holthaus. Jetzt hier, das war gut. Alibas mit der Flanke, Hilsen hinten. Oh, das war doch mal eine Möglichkeit. So, Benjamina. Benjamina! Mit dem Kopf. Aber abgeblockt. Alibas. Die Flanke gerade war klasse. Bosian, der kann auch schießen. Ja, zu zentral. Aber wir werden wieder ein bisschen stärker. Auf jeden Fall Halle jetzt erstmal abgemeldet. Da hinten. Sehr gut. Oh! Wir kriegen den direkten Pass, die Weiterleitung nicht hin. Halle wechselt jetzt munter durch. Holthaus. Alibas. Komm. Hilst näher. Der wird auch geblockt. Benjamina, wir versuchen es nochmal. Schuss. Oh. Benjamina mit dem fünften Schuss. Und der war wirklich nicht schlecht. Hüsing. Also ein Zweikampf sollte für dich eigentlich kein Problem sein. Ja, Halle kann nicht mehr wechseln und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch an, die Möglichkeiten hier zu nutzen. Bischofgruppe und... Ja, wir nehmen nochmal Fair. Hätte eigentlich auch Schärfe mitnehmen können. Ist egal. So. Also, wir sind jetzt gut in der Partie drin. Wir drängen auf das 2:0, aber das sollte denn auch fallen. Oho, ja, was? Das hätte ich aber abgepfiffen. Fair. Oh, schade. Aber Halle kann den Ball nur noch rausschlagen. Die bekommen hier keinen eigenen Angriff mehr zustande. Nadu auf Gruppe. Riedel auf Holthaus. Sowas! Ich ziele auf Nadu und der spielt da völlig verrückt.
So, jetzt einmal gucken. Nochmal gucken. Das war jetzt schon besser. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass er den bekommt. Oh, und das war viel zu gefährlich. Da, oh, Gruppe, du hattest ihn doch. Blöd hergeschenkt. Also wir sollten jetzt hier auch nicht anfangen zu experimentieren. Lieber sicher nach Hause bringen. Oh, das war ein super Pass. Oh, Eisele. Der durfte sich jetzt auch auszeichnen. Stark von Halle gespielt, aber noch stärker gehalten. Na du. Bischof. Benjamina. Schade, dass wir jetzt hier den Ball wieder verlieren. Und man sieht Halle, die wollen noch was reißen. Eisele. Wir müssen aufpassen. Halle steht jetzt sehr offensiv. Vielleicht ergibt das aber auch auf der anderen Seite dann für uns noch die Möglichkeit zu erhöhen. Wir dürfen nur nicht den Ball jetzt verlieren. Komm, auf Alibas. Ja, sehr gut. Ja, nochmal rüber. Benjamina. Jetzt nochmal auf Hilsner. Hilsner. Oh, das muss das 2-0 sein. Mann. Das war gut gespielt, nur da müssen wir uns auch einfach mal belohnen, dass das hier nicht wieder bis zum Schluss so spannend bleibt. So, Freistoß vollkommen zurecht. Hilsner. Ja, da hinten stand Alibas, aber ich glaube nicht, dass ich die Flanke so gut hätte reinbringen können. Wir laufen etwas. Die Zeit tickt runter. Halle greift jetzt hier nicht so richtig an. Es kommt uns natürlich zugute. Bischof. Ja, das ist doch hier schon wieder unfair gewesen. Fair, du solltest passen, genau. Und dann so ein schlechter Hackentrick. Egal, wir gewinnen 1-0. Da waren wir drin. Halle besonders. Dieser eine schnelle Angriff, da waren sie gefährlich. Ansonsten, glaube ich, geht das in Ordnung. Am Ende, ja, hat es aber nur der Elfmeter. War der Elfmeter notwendig für die 3 Punkte. Ich bin gespannt, wie das heute Abend wird. Wir legen vor, das ist mein Ziel an diesem Spieltag. Damit wir dann ganz entspannt die anderen Partien morgen und übermorgen verfolgen können. Und auf Wien Wiesbaden, beziehungsweise auf Paderborn, entweder auf beide oder auf mindestens einen Verein, den Rückstand verringern. Also, schreibt mir eure Kommentare, euer Feedback, darauf freue ich mich. Und wir sehen uns natürlich auch heute Abend in der ersten Bundesliga. Da geht es los mit Freiburg gegen Hamburg. Da könnt ihr auch gerne wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.